Also mein Name ist Christoph Kittler vom Institut für Sportwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin. Und bei mir geht es um Achtsamkeit im Sport. Das heißt, wir benutzen die Achtsamkeit, um Sportlern zu helfen, ihre Leistung noch besser zu machen. Ja? Die zwei Grundthemen, die wir dabei bearbeiten, sind Emotionsmanagement und Konzentrationssteigerung. Und dazu nutzen wir das Thema Achtsamkeit. Wir haben ein 8-Wochen-Programm entwickelt, indem wir den Sportlern den Hintergrund beibringen, wie zum Beispiel Emotionen entstehen. Auf der anderen Seite machen wir dort Achtsamkeitstraining. Das heißt, wir haben Meditation mit dabei in verschiedenen Formen. Einmal die klassische Form und dann haben wir auch Meditationstechniken, wie zum Beispiel einfach, dass wir beim Jonglieren uns aufs Jonglieren konzentrieren. Ja, also im Fußball jonglieren, ja, nicht mit 3 Bällen gleichzeitig. Genau, und dadurch hoffen wir einfach, oder Ergebnisse zeigen auch schon, dass es tatsächlich wirkt, ja, dass durch die Achtsamkeit die Sportler bessere Leistungen bringen können.